Ja, Dr. Hans-Georg Maaßen, früherer Verfassungsschutzpräsident und Werteunion-Mitglied, will, dass Deutschland besonders wirtschaftlich wieder besser wird. So weit, so gut, sehr gut. Aber der Fehler ist, dass ohne die Einführung der Wohlfühlnoten-Wahlstimme bzw. Wohlfühlstimme oder ähnlicher Reformen sozusagen die ganze Wirtschaft ja sozusagen gefährdet ist. Denn die freie soziale Marktwirtschaft, an die auch ja auch die Werteunion glaubt, funktioniert ja so, dass sozusagen derjenige Händler, der alle Menschen mit gesunder Nahrung versorgt sozusagen und dafür riesige Aufwendungen treibt, dass er ja nichts Gesundheitsschädliches reintut sozusagen, der wird von dem auskonkurriert, der sozusagen die billigsten Stoffe, chemischen Zutaten, Konservierungsstoffe, Farbstoffe, alle möglichen Chemie Bausteine reintut und die dann zwar schleichend gesundheitsschädlich und krankmachend sind, diese künstlichen Fertiggerichte und Co. und so weiter. Aber das kann er viel billiger herstellen, kann den preislich weit unterbieten. Die Leute kaufen und da er ja tief überzeugt ist, dass seine Produkte total gesund seien und seine Viren des Geistes dann auch die gesamte Gesellschaft infizieren, sozusagen. Dadurch sozusagen ist dann sozusagen kaufen die Leute auch bei ihm und er wird richtig reich, kann viele Kinder ernähren und ein ganzes Handelsimperium begründen, sozusagen. Und dieser Händler wird aussterben und sein Know-how geht verloren über gesunde Ernährung, sozusagen. Stirbt aus wie die Dinosaurier. Und das bedeutet, dass also sozusagen die ganze deutsche Wirtschaft muss arbeiten mit lauter kränklichen Leuten, die schon fast Krebs haben oder halbkrank sind und schon fast einen Herzinfarkt haben. Und dadurch ist ihre Innovationsleistung, alles ist geschwächt, die ganze deutsche Wirtschaft wird ruiniert und das können wir nur beenden durch die zweiten Scientists for Future 2 und deren Beendigung der sozialen Marktwirtschaft sozusagen. Und dadurch, dass dann also sozusagen die gesamte Wirtschaft gezwungen wird, wo ist es, die ganze Wirtschaft gezwungen wird, das Wohlfühlen und die Gesundheit aller Menschen zu maximieren sozusagen, wird die deutsche Wirtschaft maximal leistungsfähig? Das bedeutet, wo steht es? Hier schreiben die zweiten Scientists for Future 2, dass das 500 Milliarden jährliches Wirtschaftswunder als dauerhaftes Wirtschaftswunder für Deutschland bedeuten kann, aus dem man hätte auch die Klimaziele der Fridays for Future hätte finanzieren können, wenn sie das nun wirklich gewollt hätten. Scheinbar wollen sie es gar nicht ernsthaft, sondern haben da ganz andere Ziele. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ganz merkwürdig. Ja, und das heißt also, und diese ganzen Reformen würden die zweiten Scientists for Future 2 kostenlos bei einem einzigen Staat der Erde durchführen. Und dann wäre die gesamte deutsche Wirtschaft die beste der Welt, die erfolgreichste der Welt. Und dann könnte man das auf Europa ausweiten und so weiter. Und dann auf die ganze Welt. Und dann hätten wir eine Welt, die funktioniert und in der es allen wirklich gut geht, sozusagen. Ja, also schauen wir mal weiter. Zum Beispiel versteht auch Dr. Maaßen ist ja selbst Rechtsanwalt, aber er versteht selbst die Kriminalitätsförderung durch die freie soziale Marktwirtschaft, die auch ja die Werteunion so hoch hält, versteht er nicht. Ne? Dann schauen wir es uns nochmal ganz kurz an. Also hier haben wir den Polizisten, Staatsanwalt und Richter, der wirklich den Bürgern dient, wirklich täterfeindlich und opferfreundlich agiert.
und wirklich das Beste tut, damit die Bürger zuverlässig geschützt sind vor Verbrechern, zum Beispiel indem er alles tut, die Verbrecher alle von dem kriminellen Lebensweg abzubringen und sie einzugliedern in die Gesellschaft und ihnen sozusagen sie dazu verführt, eine anständige Arbeit auszuüben. Ja? So. Und dieser Polizist, Richter und Staatsanwalt sozusagen, der irrt sich. Ja? Der hat lauter Irrtümer im Kopf, aufgrund lauter Irrtümer, ja, die haben ja alle eine schwere Kindheit gehabt und aufgrund seine Kunden, also die Täter, so entschuldigt, dass die Täter also nicht mehr eingedämmt werden. Alles geschieht täterfreundlich und opferfeindlich, ja, sozusagen. Das führt doch noch dazu, dass vielleicht sogar durch die Polizei dann die Bürger sogar noch provoziert werden, selber Straftaten zu begehen, weil sie merken, dass die Polizisten sich ja gegen die Opfer von Straftaten stellen und sich quasi unbewusst solidarisieren mit den Verbrechern. Und so entsteht dann also ein gesamtes täterfreundliches und opferfeindliches Rechtssystem. Und jeder Einzelne, der darin tätig ist, profitiert davon. Denn der Polizist kann Vorgesetzter durch solch eine Irrtumsphilosophie, die er als Virus des Geistes in seinem Kopf hat, sozusagen, dadurch kann er sozusagen Vorgesetzter von neuen Polizisten werden, die alle auch von ihm wieder indoktriniert werden und unterrichtet werden mit dieser täterfreundlichen und opferfeindlichen Grundhaltung und Grundmentalität, mit den entsprechenden Viren des Geistes oder mit den entsprechenden Memplexen sozusagen. Und dann haben wir quasi ein riesiges, ein ständig wachsendes Gebäude und Hierarchie von Polizei, die alle gegen die Bürger arbeiten und für die Täter sozusagen. Fast schon fehlt nur noch, dass sie mit den Verbrechern gemeinsame Sache machen und eben selbst zu Verbrechern werden. Das ist direkte Komplizen werden. Das so ganz so weit ist es meistens noch nicht, aber sozusagen das kommt noch. Warten wir es nur ab, ne? Und das bedeutet also auch, der Richter, der kriegt eine schöne, neue, hübsche Assistentin, weil ja mehr los ist, dadurch, dass er ja die Täter nicht mehr in die Schranken verweist sozusagen und auch nicht mehr auf einen legalen Lebensweg bringt sozusagen, hat er persönliche Vorteile, ist wichtiger, fühlt sich umso mehr gebrauchter, kriegt neue Helferinnen, hübsche Helferinnen bewilligt, mit denen er sozusagen schön am Abend ausgehen kann und flirten kann und vielleicht dann eine schöne Affäre beginnen kann und so weiter, ja. Und genauso bei den Staatsanwälten. Und so entsteht in der freien sozialen Marktwirtschaft, dass Dr. Markus Krall und das Dr. Hans-Georg Maaßen und der Werteunion und das Professor Max Otte entsteht in dieser neoliberalistischen Welt, in unserer sozialen Marktwirtschaft, entsteht also zwangsläufig ein bürgerfeindliches Rechtssystem, das opferfeindlich ist und täterfreundlich ist. Das ist zwangsläufig so. Und bitte, das versteht er leider nicht, sonst würde er vor Schmerzen laut schreien, wenn er sich dessen bewusst wäre. Ja, und dann Coronavirus, ne? Nicht die Viren des Geistes, sondern jetzt mal die Viren des Körpers sozusagen. Corona, da kam so als Meldung, dass jetzt wohl eine riesige Pleitewelle auf uns zurollt. Ja, ich meine, wir werden es schon schaffen, die gesamte europäische und deutsche Wirtschaft kaputt zu machen. Einzige Hoffnung ist, dass die anderen Staaten der Erde ihre Wirtschaft auch total ruinieren, denn dann bleiben wir wenigstens in der relativen Position sozusagen gleich. Ja? Aber was passiert jetzt, wenn einige Staaten raffinierterweise die ganze Corona-Hysterie nicht mitmachen und ihre Wirtschaft bleibt stark und sie werden wirtschaftlich wesentlich erfolgreicher als Europa, dann ist Europa wieder ein Stück dem afrikanischen Zustand näher gekommen und wir haben uns wieder genähert dem, dass wir in Zukunft vielleicht irgendwann alle von einem Euro pro Tag leben müssen. Ne? So, ja, bei Corona, ja, ich muss es nochmal ganz kurz sagen, es gibt zum Glück viele andere hochintelligente Videos im Internet, die also auch sagen, hier als Mathematiker oder wie sonst auch immer,
habe ich so meine Zweifel an dem. Ja, also die Frage ist, die einzige Schlüsselfrage bei Corona ist ja letztendlich, warum legt der Staat, das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, nicht Staatsstatistiken vor, die zeigen, dass vor den Maßnahmen sozusagen die Sterberate in den Wochen vor den Maßnahmen, die Sterberate, die Gesamtsterberate Deutschlands deutlich höher war als in den Wochen des gleichen Jahres 2019 und dann in das gleichen Jahr, die gleichen Wochen im Jahre 2018 und 2017. Und dann, damit wären alle sofort überzeugt gewesen, weil im Moment besteht kein dringender Verdacht, dass die Medizinindustrie einen direkten Einfluss auf die Statistiken des Statistischen, die Sterbedaten, die beim Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden gesammelt haben, dass da ein direkter Einfluss besteht. Die Befürchtung besteht nicht. Bei den Diagnosen ist klar, weil da kann ja jeder Arzt sozusagen reinschreiben Corona, obwohl der Mensch sozusagen an einer völlig anderen Krankheit in Wirklichkeit hauptsächlich gestorben ist. Aber die reine Staatsstatistik, wie viele Tote es überhaupt insgesamt gibt, die kann ja gemessen werden. Und das dürfte unser Statistisches Bundesamt hinkriegen. Bei den anderen Ländern wäre ich da nicht so sicher, ob da auch da wirklich der Einfluss der Pharma- und Medizinindustrie auf die Staatsstatistiken nicht doch auch da gegeben sein könnte. Aber trotzdem wäre es ja immerhin ein Hinweis, wenn die Staatsstatistiken der anderen Länder, besonders der Länder, die erstmal nicht gehandelt haben. Es wäre zum Beispiel jetzt interessant, England hat ja erstmal gar nicht gehandelt. Jetzt gucken wir doch mal, müsste man gucken in den Staatsstatistiken von England, ob die, weil sie ja angeblich notwendige Maßnahmen oder auch die USA, das, also quasi in den Zeiten, wo sie noch nicht gehandelt haben, die Politiker, müsste man jetzt gucken, ob die absoluten Sterbedaten wirklich anders sind. Die müssten ja jetzt dann anders gewesen sein als sozusagen in den Vorjahren. Ja? Und sowas liegt aber nirgends vor, wird nirgends vorgelegt, obwohl es ja das Einzige ist, was kritische naturwissenschaftliche Denker überzeugen könnte, ja? Dass das tatsächlich eine gewisse Gefährlichkeit dieses Virus vorliegt. Ja, dann kann man natürlich sagen, natürlich haben die Politiker das natürlich auch sehr geschickt gemacht, ja. Sozusagen, ja, also natürlich braucht man natürlich zusätzlich noch einen Beweis dafür. Zum Beispiel in Deutschland bräuchte man jetzt auch noch den Beweis dafür, dass die staatliche Panikmache sozusagen nicht einen Zusatz an Toten verursacht hat. Ja, jede Panik kann zum Beispiel, dass einer zu schnell zum Krankenhaus oder zum Arzt fährt, das kann Verkehrstote verursachen und so weiter. Die Ängste können Immunschwächen erzeugen und dadurch höhere Anfälligkeiten erzeugen. Es kann sein, dass zu viele Leute in die Arztpraxen und Krankenhäuser strömen, die sich dann gegenseitig zusätzlich infizieren und so weiter. Also wir müssen natürlich auch immer im Auge behalten, ob die Panikmache, die der Staat ja jetzt eingeschwenkt ist insgesamt, ob die nicht selber wieder eigene Tote produziert hat. Das müsste man natürlich naturwissenschaftlich auch noch abklären. Wenn man sowas nicht abklärt, hat man keine klare Information. Ja? Wobei sich die Politik natürlich insgesamt, Entschuldigung, Schluck Wasser, natürlich ideal abgesichert hat sich die Politik, nämlich indem sie sozusagen, die haben natürlich wahrscheinlich sehr schnell erkannt, wenn wir jetzt radikale staatliche Maßnahmen machen und es sich dann sozusagen letztendlich der Virus schwach ist, dann haben wir als Politiker keinen Schaden, denn dann können wir immer sagen, ja, das ist ja alles nur so harmlos verlaufen, weil wir so radikal gehandelt haben und in die Freiheitsrechte der Bürger so knallhart eingegriffen haben, ja, sozusagen. Also wir sind der Grund dafür, dass alles so harmlos verlaufen ist. Und dann können die Politiker davon wieder profitieren.
Wenn jetzt alles schlecht verläuft, also weil zum Beispiel gerade durch die Panikmache und durch die Maßnahmen und all diese Sachen eher die Sterberaten hochgehen, dann kann man immer sagen, ja, da seht ihr, wie stark der Virus ist. Trotz unserer Maßnahmen gibt es so viel Tote. Ja? Also ja, also auch wenn die Panik die Infektionsraten erhöht hat, wie über viele Mechanismen, ja, und so weiter, die ich ja eben schon geschildert habe, dann war halt der Virus so stark. Und damit sind die Politiker in jedem Fall fein raus. Das heißt, sie können jetzt konnten gar nichts falsch machen, außer dass vielleicht die deutsche Wirtschaft ruiniert ist. Ne? Ja, denn das wird jetzt entscheidend sein, wenn alle Länder auf der Erde mitziehen, wird die gesamte Weltwirtschaft in ihrer Gesamtheit runtergedrückt und Deutschland behält seine relative Position in weltweiten Wettbewerb. Aber wenn einzelne Länder jetzt ihre Wirtschaft insgesamt weniger schädigen und trotzdem keine großen Mengen an Corona-Toten haben, dann werden die wirtschaftlich natürlich relativ aufsteigen und Deutschland relativ absteigen. Und das ist gefährlich, wie ich es so oft geschildert habe. Ja, also, das bedeutet also, wenn ich nochmal hier so schaue, ja, also alles, was Dr. Markus Krall, die Werteunion und so weiter letztendlich lehren, hat uns möglicherweise jetzt diese Corona-Panik gebracht, denn wie gesagt, das ist ja eben nicht auszuschließen, da das Evolutionsprinzip ja in der Medizin ist, hier dieser Arzt sozusagen hilft den Menschen, einen gesunden Lebensstil zu führen. Die werden chronisch gesund, brauchen ihn nie wieder. Dieser Arzt irrt sich und hat Irrtümer gelernt im Studium. Zum Beispiel Ernährung sei völlig unwichtig für die Gesundheit und viele andere tausend Irrtümer. Und der verwandelt quasi seine Kunden schleichend in chronisch Kranke, die ihn immer wieder brauchen und vergiftet sie nach und nach mit Medikamenten und so weiter und hält sie davon ab, sich mit gesunder Ernährung zu beschäftigen und so weiter und mit einem gesunden Lebensstil. Und dieses dann in der freien sozialen Marktwirtschaft das Erfolgsmodell und dazu gehört eben auch die Möglichkeit, wie gesagt, wir wissen es nicht genau, dass man eben, generell gehört es zu den Irrtümern, dass man die Allmacht von Bakterien, Viren, Keimen und so weiter drastisch überschätzt und deswegen dazu neigt, aus jeder Mücke einen Elefanten zu machen und deswegen mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, so wie man es bei der Schweinegrippe gemacht hat. Da wurden also unsere Milliardärskönige auch schwer geschädigt. Also wir alle haben riesige finanzielle Verluste durch die Panikmache der Medizinindustrie und Pharmaindustrie gehabt sozusagen. Und dann mussten, glaube ich, noch viele Millionen dafür aufgewendet werden, diese gefährlichen Medikamente wieder unschädlich zu entsorgen und umweltneutral zu entsorgen. Also dadurch wurden natürlich auch unsere Milliardärskönige geschädigt. Die einzigen Milliardärskönige von den 2000 Milliardärskönigen, die davon profitiert haben, waren die direkten Großaktionäre der Pharma- und Medizinindustrie. Ja? Aber die ganze Schweinegrippe zeigte uns ja, dass eben tatsächlich die evolutionsbiologische Analyse der zweiten Scientists for Future 2 stimmt, dass die Evolutionsverläufe im Gesundheitssystem der freien sozialen Marktwirtschaft notwendigerweise gesundheitsschädigend verlaufen müssen. Ich verweise nochmal auf das tolle Video von Dr. Med. Gerd Reuter mit TH darüber, wo er anhand der Daten des Statistischen Bundes- und Wahlamtes Wiesbaden nachweist, dass es also bewiesen ist, dass unser Gesundheitssystem tötet und auch jetzt so erfolgreich tötet, dass unsere Lebenserwartung und das Alter des jeweils ältesten Menschen in Deutschland wieder stramm zurückgeht seit 25 Jahren und mittlerweile seit ein paar Jahren sogar die durchschnittliche Lebenserwartung erfasst wurde und auch zurückgeht, so wie das in den USA ja schon vor längerer Zeit immer berichtet wurde. Und wie es ja unser westliches Medizin- und Ernährungssystem auch auf Okinawa geschafft hat, wo vor wenigen Jahrzehnten noch viele hochleistungsfähige 110-Jährige voll gearbeitet haben, jetzt sterben die alle auch immer früher.
dank der Segnung der frei sozial marktwirtschaftlichen Medizin, westlichen Medizin und Ernährungsstile, ne? Also Ernährungsvergiftungsstile. Ja, also von daher, wir wissen es nicht genau, aber es würde genau zur evolutionsbiologischen Logik unseres Gesundheitswesens passen, dass sozusagen hier nichts anderes ist als die Wiederholung der Schweinegrippe, nur eben diesmal mit viel größerer Gefahr auf die deutsche Wirtschaft sozusagen, von wegen Pleitewelle. Ja, ja, ich glaube, das war's für jetzt. Tschüssi.